Ich habe von der Firma Orthor einen Lasermaster 2 Pro erhalten, um über dieses Gerät ein Video zu drehen. Das Angebot hatte ich angenommen, da ich momentan damit beschäftigt bin, meine Serie zu Physical Computing um Kapitel zur Software zu erweitern und mit dem Lasergravierer Grundlagen zur Maschinensteuerung vermitteln kann. Da ich in Sachen Software ein Verfechter der Open Source Philosophie bin, passt der Lasermaster 2 Pro sehr gut in mein Konzept, denn die Firmware basiert auf Gabel, was das Schreiben eigener Programme zur Ansteuerung der Maschine vereinfacht. Der Hersteller Orthor hält sich außerdem an die Vorgabe der GPL-Lizenz von Gabel, den abgeänderten Quellcode zu veröffentlichen. Das ist vorbildlich, denn nicht alle Hersteller machen das. Von dem brandneuen Lasermaster 2 Pro habe ich den Quellcode der Firmware vorab bereits per E-Mail erhalten. Sobald dieser in einer stabilen Version vorliegt, erfolgt die Veröffentlichung seitens Orthor. In einem ersten Schritt habe ich zwei Python-Scripts geschrieben, die Bitmap- bzw. SVG-Grafiken verarbeiten können. Hier läuft eines davon auf einem alten Raspberry Pi 1 Modell B+, der per USB mit dem Lasermaster verbunden ist. Installiert man einen Webserver auf dem Raspberry Pi, so kann die Maschine per Browser ferngesteuert werden. Sobald die gewünschte Grafik ausgewählt ist, sendet der Raspberry Pi die G-Code-Befehle zum Lasermaster 2 Pro. Werfen wir zunächst mal einen genaueren Blick auf diesen Lasergravierer. Das Gerät wird als weitgehend vorgefertigter Bausatz geliefert und alle Teile werden in einer gut gepolsterten Transportkiste versendet. Enthalten ist eine gedruckte Bauanleitung, die elektronische Form kann heruntergeladen werden. Der Bau der Mechanik gelingt recht zügig, da alle Kernkomponenten bereits vormontiert sind. Auf meinen Seiten gibt's viele Detailfotos des Gerätes, womit eventuelle Unklarheiten in der Bauanleitung beseitigt werden dürften. Im Wesentlichen bleibt nur, den Rahmen aus 20×20mm starken Aluprofilen zu verschrauben und die Verkabelung der Elektronikkomponenten vorzunehmen, was dank verpolungssicherer Steckkontakte ebenfalls schnell erledigt ist. Ein Schrittmotor bewegt den Laser längs der X-Achse über einen Zahnriemen und ein zweiter Schrittmotor sorgt für die Bewegung längs der Y-Achse. Diese wird auf zwei Seiten über Zahnriemen angetrieben, ein langer Rundstab verbindet die beiden Riemenscheiben, sodass kein weiterer Schrittmotor benötigt wird. Die Führung beider Achsen erfolgt über kugelgelagerte Kunststoffrollen, deren Anpressdruck an die Aluprofile über Exzenter justiert werden kann. Ist alles korrekt aufgebaut und eingestellt, erhält man eine recht stabile und weitestgehend spielfrei laufende Konstruktion. Ich bin von der Einfachheit der Konstruktion begeistert. Der Arbeitsbereich des Gravierers beträgt 40×40 cm. Die Steuerelektronik ist in einer Metallbox an der Vorderseite des Gerätes untergebracht. Auf der Platine befindet sich ein Mikrocontroller Typ CKS32F, auf dem Gabel läuft, sowie die beiden Schrittmotortreiber Typ HR4988. Die Datenübertragung hin zur Platine erfolgt über eine USB-Schnittstelle. An die zweite Buchse kann ein als extra erhältlicher Controller zur manuellen Steuerung der beiden Achsen angeschlossen werden. Über die beiden Tastschalter kann der Lasergravierer eingeschaltet und resettet werden. Auf der Oberseite der Metallbox mit der Elektronik befindet sich ein Notausschalter. Sehr gut so. Daneben ist ein Piezo-Summer zu sehen, mit dem ein Alarmton ausgegeben wird, sollte der ebenfalls verbaute Flammensensor ansprechen. Kernstück eines Lasergravierers ist natürlich der Laserkopf. Diesen gibt es mit unterschiedlicher Leistung zu kaufen, mein Exemplar verfügt über eine Ausgangsleistung von etwa 5500 mW. Die Eingangsleistung beträgt dabei etwa 20 Watt, die Verlustleistung in Form von Hitze wird über einen Alu-Kühlkörper mit einem daran befestigten Lüfter abgeführt. Zum Schutz vor dem energiereichen Laserlicht befindet sich eine transparente, orangefarbene Kunststoffhülle an dem Laserkopf, das Tragen einer Schutzbrille beim Umgang mit Lasern ersetzt diese aber keinesfalls.
In einem weiteren Care-Paket der Firma Ortho befand sich die als Zubehör erhältliche Metallbox, die den Lasergravierer umschließt. Diese Box erfüllt mehrere Schutzfunktionen. Als erstes wird das Laserlicht bei geschlossener Klappe komplett abgeschirmt. Zwei kleine, orangefarbene Fenster aus Kunststoff erlauben einen sicheren Einblick in den Kasten. Die Maschine graviert Materialien, indem diese durch Hitze verdampft oder verbrannt werden. Beides bedingt, dass gesundheitsschädliche Gase entstehen. Über einen auf der Rückseite befindlichen Ventilator und eine flexible Röhre können die Dämpfe nach außen geleitet werden. Die dritte Schutzfunktion der Box besteht darin, dass im schlimmsten Fall das zu gravierende Material bei falscher Konfiguration Feuer fangen kann und die Metallbox eine Ausbreitung der Flammen unterbindet. Ja, ein Lasergravierer ist definitiv kein Kinderspielzeug. Daher ist zu verschmerzen, dass der Lasergravierer beim Öffnen der Klappe nicht abgeschaltet wird. Der zusätzlich am Laserkopf angebrachte Schutz verhindert auch dann den direkten Blick in das Laserlicht. Weitgehend. In den Händen eines erfahrenen Handwerkers handelt es sich bei dem Ortho Laser Master auf jeden Fall um ein sehr vielseitiges Werkzeug. Mit dem Laser können Grafiken, wie hier zu sehen, auf Holz übertragen werden. Dabei arbeitet die Software eine Bitmap Zeile für Zeile ab und brennt per Laser an dunklen Stellen einen schwarzen Punkt in die Oberfläche. Hier brenne ich Punkte in einem Abstand von 0,25 mm in das Holz, was eine Pixeldichte von etwa 100 dpi ergibt. Der Laserkopf besitzt eine feste Brennweite, zum Fokussieren wird dieser in der Höhe verstellt. Das im Paket enthaltene Hilfsmittel ist ein zylindrisches Distanzstück, das zwischen Werkstück und der Unterkante des Lasergehäuses passen muss. In der Software zu setzende Parameter sind unter anderem die Laserleistung und die Einbrenndauer. Zu viel von beidem und es entstehen zu breite, verschmierte Punkte, was in einer unscharfen Grafik resultiert. Zu wenig von beidem und das Material wird nicht verkohlt, womit nichts zu sehen ist. Wie im Umgang mit allen Maschinen, so ist auch beim Betrieb eines Lasergravierers Erfahrung gefragt. An dem Python-Skript zur Ansteuerung des Lasermasters schreibe ich noch fleißig, momentan arbeitet die Software die Zeilen nur in eine Richtung ab, es besteht noch reichlich Potenzial zur Optimierung. Die Grafik nutzt mit den Abmessungen 28x39 cm fast den gesamten Arbeitsbereich des Ortho Lasermaster aus und ist nach etwa 18 Stunden fertig. Zum Gravieren habe ich lediglich 30% der Maximalleistung des Lasermoduls verwendet, setzt man hier einen höheren Wert, so verkürzt sich die Zeit entsprechend. Mit zusätzlich optimierter Software dürfte die Zeitspanne auf etwa 4 Stunden zu verkürzen sein. 1,7 Millionen Bildpunkte abzuarbeiten und dabei 740.000 Punkte einzubrennen, benötigt so seine Zeit. Mit dem erzielten Resultat bin ich sehr zufrieden, die Vorlage wurde präzise auf die Sperrholzplatte übertragen. Verlegt man den Arbeitsplatz aus Geruchsgründen ins Freie oder die Garage, so kann der Lasermaster mit dem angeschlossenen Raspberry Pi als Webserver recht komfortabel per WLAN angesteuert werden. Hier verwende ich mein Smartphone, um die gewünschte Grafik zu übertragen. Das Werkstück auszurichten. Und schließlich den Graviervorgang zu starten. Direkt gravieren kann man Grafiken auf allen Materialien, die der Laser verkohlen oder verdampfen kann, hier zu sehen mit Kunstleder. Während der Geruch von verbranntem Holz noch so einigermaßen erträglich ist, stinkt verbranntes Kunstleder gewaltig und nur dank der Metallbox mit integriertem Abzug kann das Material im Bastelkeller verarbeitet werden. Selbst nach dem Fertiggravieren sollte man das Kunstleder noch ein paar Stunden ablüften lassen. Kann ein Material nicht direkt verdampft werden, so hilft oftmals ein wenig Farbe weiter. Um zu verhindern, dass der Laser den hier zu sehenden transparenten Kunststoff nahezu wirkungslos durchdringt, wird Farbe auf der Oberfläche aufgetragen.
Der Laser verbrennt die Farbschicht und die dabei entstehende Hitze wird auf die Oberfläche des Kunststoffs übertragen, womit Teile des Materials ebenfalls abgetragen werden. Die Farbe muss dabei das Laserlicht absorbieren, was mit schwarzer Farbe am besten gelingt, mit der von mir verwendeten roten Farbe funktioniert's aber auch. Die Farbe ist hier auf der Unterseite des Kunststoffes aufgetragen, der Laser hinterlässt keine Spuren auf der Oberseite. Am fertig gravierten Werkstück ist zu sehen, dass der Laser sehr feine Linien gravieren kann. Trägt man die Farbschicht gleichmäßig auf, so kann diese von der Vorderseite nicht verkratzt werden und der Schriftzug ist klar zu lesen. Rechts habe ich die Farbe abgewischt, womit zu erkennen ist, dass der Laser den Kunststoff abgetragen hat, auch ohne die Farbe ist der Schriftzug klar zu erkennen. Wenn man mit einem Laser Material verbrennen oder verdampfen kann, so kann man dieses auch durchtrennen. Hier demonstriere ich das mit 1mm Sperrholz. Das Schneiden von Material mit Hilfe eines Lasers ist ein Kapitel für sich und über Hilfsmittel wie das Blasen von Luft auf die Schnittkante werde ich in einem folgenden Video berichten. Für dieses Experiment auf die Schnelle schneide ich mit 60% der Maximalleistung und einer Schnittgeschwindigkeit von 10 mm pro Sekunde, womit das Sperrholz nach 3,5 Durchgängen komplett durchtrennt ist. Klebefolie lässt sich auch mit dem unmodifizierten Gerät sehr gut schneiden und es wird nur eine geringe Laserleistung benötigt. Besonders bei Schriftzügen ist es einfacher, die Grafik nicht zeilenweise abzuarbeiten, sondern mit dem Laser nur die Schnittkanten der einzelnen Buchstaben abzufahren. Als Ergebnis erhält man deutlich sauberere Schnittkanten. Auch hier ist noch ein wenig Programmierarbeit vonnöten, mit ersten Vektorgrafiken funktioniert's prinzipiell aber schon. Sind die Maschinenparameter richtig gesetzt, so wird dabei nur die Klebefolie durchtrennt und das Trägermaterial bleibt intakt. Das Ergebnis sind selbstgestaltete Klebebilder oder Schriftzüge. Das Negativ kann als Schablone zum Lackieren verwendet werden. Mit einem Streifen Klebeband lässt sich der Schriftzug so übertragen, dass die Buchstaben auf einer Linie liegen und die Abstände stimmen. Indirekt kann man auch die Oberflächen von Metallen mit dem Laser bearbeiten. Hier habe ich ein Alu-Vierkantrohr mit schwarzer Farbe besprüht und trage diese stellenweise mit dem Laser ab. Aluminium ist ein guter Wärmeleiter, daher müssen die einzelnen Punkte etwas länger belichtet werden. Die Oberfläche wird nun mit Natronlauge benetzt, die das Aluminium auflöst. Nach einigen Minuten Einwirkzeit und dem Abwaschen der Lauge sind die angeätzten Stellen gut zu erkennen, könnte man so lassen. Wird der restliche Decklack mit einem Lösemittel abgewaschen, ist der geätzte Schriftzug klar zu lesen. Direkt bearbeiten kann man mit dem Laser Master 2 Pro lediglich plane Oberflächen, da der Laserstrahl nur auf eine Ebene fokussiert werden kann. Mit Hilfe eines als extra erhältlichen Zusatzmoduls können aber auch runde Gegenstände graviert werden. Laut Anleitung soll der Rahmen des Lasergravierers mit Blöcken unterfüttert werden, um den Laserstrahl auf das Werkstück fokussieren zu können. Wird die Maschine in der Sicherheitsbox betrieben, funktioniert das aber nicht. Abhilfe schafft ein Teil aus dem 3D-Drucker, mit dem der Laserkopf höher gesetzt wird. Anstelle des Motors der Y-Achse wird der Motor der kleinen Drehbank mit der Steuerelektronik verbunden. Dazu muss die Maschine zuvor unbedingt ausgeschaltet werden, da sich die Motortreiber gerne in Rauch auflösen, wenn die Verkabelung getrennt wird, während der Motor bestromt ist.
Individuell gestaltete Dosen können zum Beispiel mit dem Extra-Modul erstellt werden. Was sonst noch so mit dem Ortor Laser Master 2 Pro gemacht werden kann, steht auf meinen Seiten. Dort findet ihr auch Bilder in hoher Auflösung, welche diese in diesem Video gemachten Beispiele zeigen, sowie weitere Infos zum Gerät. Ebenso gibt's auf meinen Seiten die von mir geschriebene Software als Download und auch viele Kapitel zu Physical Computing, die eingehend erklären, wie Motoren und somit Maschinen angesteuert werden können. Mit dem Lasergravierer als Ausgangspunkt möchte ich etwas systematischer erklären, wie man die Programme schreiben kann, die Ideen mit Hilfe von CNC-Maschinen in etwas zum Anfassen verwandeln. Wer mich im weiteren Ausbau der Serie finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die davon schon Gebrauch gemacht haben. Ebenso geht mein Dank an Ortur, die mir den Laser Master 2 Pro inklusive Zubehör kostenfrei gegeben haben, womit ich weitere Experimente mit dem Lasergravierer durchführen und die Software weiterentwickeln kann. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!